Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Was Deliverance. machst du da? Und heute werden wir uns endlich mal als Kuman verkleiden. Hallo, oh, schön, dass du da bist. Ups, mit dir ich bin. Andreas. Beste Grüße. Ich habe alles dabei. Ah, was? Ich brauche einen Schankwirt für Primus Navitz. Oh, cool. Das werden wir auch noch machen. Ich denke mal, das ist ganz gut. Aber erstmal machen wir die Quest. Ich habe alles verflucht. Wunderbar. Komm mit. Lebe wohl. Wieso dauert das so lange? Ach, was weiß ich. Bereit? Dann setz ihn mal auf. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht verdammt gut aus. Ist das nicht zu dick aufgetragen? Es ist perfekt. Würde ich dich so im Dunkeln treffen, würde ich mir einscheißen. Ja, echt. Genau so hat ein Kumane auszusehen. Sagt der, der noch nie einen gesehen hat. Ja, ich meine, genau so stellen sich die Leute einen Kuman vor. Ja, das ist nicht übel. Gar nicht mal so übel. Und wir fangen gerade erst an. Wie scheiße ich aussehe. Ah, Kuman-Verkleidung. Ja, nice. Cool. Sehe ich jetzt immer noch so aus? Ich weiß es nicht, hä? Wie? Knacken? Achso. Quest abgeschlossen, Maskerade. Und jetzt? Und jetzt? Hallo? Warte, erstmal muss ich auf die Steuerung wieder klarkommen. So, Quest. Ja, jetzt haben wir die Verkleidung. Das ist natürlich schön und gut, ne? Unter Feinden. Ne, ist eine Hauptquest. Hä? Wie, was ist denn? Hä? Große Mengen an Rohstoffen und andere Vorräte sind vonnöten. Ja, das kannst du knicken. Die Quest geht nicht weiter. Hä? Ich muss mir mein Bier wohl selbst holen. Was liegt Interessantes an? Ist hier in letzter Zeit etwas Interessantes vorgefallen? Bloß das Übliche. Verlorene Schafe und untreue Weiber. Sicher nichts, was dich interessiert. Ganz im Gegenteil. Sicher interessiert mich das. Schafe und Weiber, nichts beschäftigt mich mehr. Wo finde ich sie? Das hat sich erledigt. Die sind in den Wald gerannt. Die Weiber? Die Schafe. Ach, lassen wir das Thema besser. Es steht nichts Besonderes an. Aber ich hab da was läuten hören. Einer deiner Nachbarn wusste Interessantes zu berichten. Wer? Ich kenne seinen Namen nicht. Etwa in deinem Alter. Er meinte, seiner Familie gehört die Skalitzer Schenke. Adam Junior also. Und was hat er erzählt? Er wollte nach Hause zurück, den Schaden in Augenschein nehmen. Und da hat jemand das Haus vor seinen Augen geplündert. Verstehe. Bin selbst an Plünderer geraten. Das ist aber nicht interessant, sondern eher traurig. Christlich ist es jedenfalls nicht. Die Sache ist die: Adams Familie hatte Geld im Keller versteckt. Das hat der Plünderer bestimmt längst verprasst. Ich würde nicht darauf wetten, dass es noch da ist. Der Plünderer hat es bestimmt längst verprasst. Außerdem wird Adams Familie wohl kaum die königliche Schatzkammer versteckt haben. Adam meinte, es wäre genug, um ein ganzes Haus ausbessern zu lassen. Oder um die Welt zu bereisen. Mag sein, wirkt auf mich aber alles dubios. Ich sehe keinen Grund, der Sache nachzugehen. Verstehe ich, aber was Besseres habe ich nicht. Warum fragst du Adam nicht einfach und guckst, wie weit es dich bringt? Okay. Ich höre mich mal um. Mach das und frag ihn, wenn du ihn siehst. Vielleicht findest du etwas heraus. Verrußt. Ja gut. Brauchst du etwas Abwechslung? Wir bauen Pribislavitz wieder auf und die neue Schenke wäre was für dich. Bist du verrückt? Ich habe die beste Schenke in der Provinz und bin mein eigener Herr. Warum sollte ich das aufgeben? Ich kann dich also auf keinen Fall überreden? Gewiss nicht. Such dir jemand anders. Oh, schade. Mach's gut. Den hätte ich gebrauchen können. Naja, gut. Fragen wir einen anderen Wirt. So.
Adam möchte ich jetzt nicht fragen. Wo sind meine Genossen? Matthäus, da. Beste Grüße. Die Quest geht einfach nicht weiter, WTF. Ich brauche Arbeiter für Primus Lavitz. Hey, ich habe da etwas in Primus Lavitz laufen, aber es gibt Probleme und... Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Tut mir leid, Heinrich, alter Freund. Aber ich habe genug eigene Probleme. Ein anderes Mal, wenn die Dinge besser stehen. Also wenn die Quest vorbei ist, oder was? Bitte bring mir bei... Gewiss doch. Ich will ein Meister werden. Gut, aber nur... Jawohl. So, und jetzt Gott behüte. Heimlichkeit verbessert. So soll's sein. Na gut, gucken wir direkt mal nach. Was haben wir denn da so Schönes bekommen? Heimlichkeit. Allerweltsgesicht. Wenn nach dir gesucht wird, fällt es den Leuten schwerer, dein Gesicht zu erkennen und sie geben die Suche schnell auf. Okay. Meinetwegen. Ich meine, ich habe sowieso nichts anderes zu machen. Ja gut, Alchemie haben wir durch, Heimlichkeit haben wir durch, Jagen fehlt noch ein bisschen. Mal gucken, ob ich den Rest noch hinkriege. Trinkfestigkeit, also ein bisschen Alkohol müsste ich noch trinken. So, wo ist denn der andere Hans-Dieter? Fritz. Gott sei mit dir. Ich brauche etwas Hilfe. Der Vogt, hm? Nun, dero Gnaden, ich würde gerne helfen, aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe ja eure scheiß Quest nicht mehr. Wie soll ich mir euch helfen? Das ist doch Schwachsinn. Vielleicht muss ich erstmal in der Main-Quest weiterkommen. Ich weiß es nicht. Vergeltung. Ach, das ist immer noch nicht abgeschlossen mit der Münzfälscherung. Oder was? Ja, doch. Ich habe beides hier. Na gut. Verrußt. Vorräte, die Seuche. Abwarten kann ich ja lange versuchen. Eventuell werde ich sie alle töten. Gibt's hier keine Questbeschreibung? Der Fischer in Uschitze veranstaltet Faustkämpfe. Ja. Eher nicht so. Ja gut, dann machen wir Verrußt. Ach du Scheiße, muss ich da runter? Ich wollte mich doch quälen, ey. Na gut. So, und hier muss da irgendwo sein, ja? Bist du das? Beran. Jetzt muss ich den hier auch noch suchen, oder was? Bist du das? Pickel. Wie hieß der Typ nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. So, Quieste. Ja, gib mir die Info. Finde den beraubten Mann Retter, hilf Andreas dem Wirt dabei, mehr über die Plünderung des Scarletzer Schenke herauszufinden. Jemand schlich sich im niedergebrannten Toll, jetzt habe ich nicht mal mehr einen Namen. Oh Mann, den Namen hättet ihr ruhig reinschreiben können. Dann frage ich mich warum. Gelobt sei Jesus. Als Maul. Weißt du, ach, Adam. Ich suche nach Adam. Weißt du, wo er stecken könnte? Der junge Schankwirt? Entweder bei den Pferden oder in der Schenke. Beides liegt ihm wohl gleich am Herzen. Okay. Ich habe eure Sachen. Ich habe eure Sachen. Wirklich? Ja, aber das war nicht leicht. Ach, nichts. Ich habe mich vertan. Verzeih. Was für Sachen? Mach's gut. Was für Sachen? Das ist mir jetzt neu. Hä? Egal. Ignorieren wir das einfach. So. Dann laufen wir zu Adam. Naja, war doch leichter gesagt als gedacht. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Kurz an der Nase kratzen, so. Adam. Oh, Adam. Wo bist du denn? Ich muss dich aus dem Paradies verbannen. Aus der Schenke. Adam! Beste Grüße. Ich brauche einen Schankwirt. Ach, stimmt. Du hast Eier, allein nach Scarletts zu gehen. Was genau ist in Scarletts geschehen? Weißt du, was wirklich geschehen ist?
Was weiß ich? Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen's ausbaden. Wie immer. Die waren wohl hinter den Silberminen her, was? Okay. Du bist allein nach Scarlets gegangen, stimmt's? Dafür braucht man Eier. Nicht wirklich. Hat gedauert, bis ich den Mut aufgebracht habe. Dann warst du vernünftiger als ich. Ich bin gleich zurück und wäre fast draufgegangen. Hab davon gehört. Deshalb habe ich ja so lange gezögert. Und wie lief's? Gefunden, wonach du gesucht hast? Da gab es nichts mehr zu holen. Ein anderer war schneller. Und ich habe den diebischen Hunsfort nicht zu packen gekriegt. Ein Dieb? Ein zwielichtiger Bursche. Das ganze Gesicht voller Ruß. Kam aus dem Keller wie der Blitz, als ich auftauchte. Und hat sich mit der Beute verpisst. Hab mich so erschrocken, dass ich nicht mal dran gedacht habe, ihm nachzusetzen. Der hat alles mitgehen lassen. Sogar unseren neuen Kessel. Wie sah er aus? Wie sah er denn aus? Ich konnte nicht viel erkennen. Er war voller Ruß. Und sein Beutesack war so voll, dass er den Kessel außen festbinden musste. Der glänzte. Ein verrußter Kerl, ein Sack und ein glänzender Kessel. Er könnte sich natürlich waschen und den Sack wegwerfen. Vielleicht war es der Teufel. Oder ein Köhler. Es könnte tatsächlich ein Köhler gewesen sein. Der Sack sah durchaus danach aus. Und in der Gegend um Rovna gibt's eine Menge von denen. Er hätte es dann nicht weit gehabt. Ja, okay. Was hat er noch gestohlen? Was hat er noch aus eurem Haus gestohlen? Vater hat mir eingebläut, nie darüber zu reden. Das kann dir doch jetzt egal sein. Dort gibt es sowieso nichts mehr zu holen. Wohl wahr. Vater hatte Geld und Wertsachen im Haus versteckt. Da war dieses juwelenverzierte Kreuz, das als Mitgift für Bianca gedacht war. Wie sah das Kreuz aus? Wie sah das Kreuz denn aus? Warum fragst du? Naja, wenn ich es irgendwo sehe. Was? Du willst danach suchen? Wie gesagt, wenn ich es irgendwo sehe oder davon höre. Wer weiß? Ich wäre dir sehr dankbar. Mir ist nichts geblieben. Aber mit dem Kreuz hätte ich ein Erinnerungsstück an meine Familie. Es ist das Silber mit einem herzförmigen Rubin in der Mitte. Und es hängt an einer roten Kordel. Also ist das jetzt Biancas Bruder, weil der Vater ja die Mitgift für Bianca hatte. Habe ich das richtig verstanden? Hast du es gemeldet? Und hast du die Sache den Bütteln gemeldet? Ja. Alex hat mich zu dem Vorfall befragt und mich zu ihnen geschickt. Und wie ging's weiter? Die meinten, das tut ihnen leid, aber sie konnten keinen entbehren, um alle Häuser nach einem Kessel zu filzen. Wenn ich nicht weiß, wer es war, können sie nichts für mich tun. Ach so, okay, gut. Aber ich brauche aber noch einen Schankwirt für Pribislavitz. Adam, hör mal. Du bist ein freundlicher Geselle und kennst dich mit Wirtshäusern aus. Wie fändest du es, als Wirt für mich zu arbeiten? Was? Ich? Als Wirt? Ich habe eine Schenke in Pribislavitz. Herr Divisch hat mich damit betraut, dort neue Häuser zu bauen. Aber wer will in einem Dorf ohne Schenke leben? Und jemand muss sie betreiben. Sehr gerne, Heinrich, aber es geht gerade nicht. Frag mich ein anderes Mal, falls du da noch Bedarf hast. Okay, also musst du zuerst deine Quest beenden. Okay. Lebe wohl. Gut, dann beenden wir die Questor für ihn. Und dafür müssen wir... Ich gebe dem nicht Bescheid. Wir gehen zu Rovna hier, zu den diebischen Köhlern. Hat die schon mal was mit irgendwas zum Zeug zu tun? Wieso wurde ich automatisch angehalten? Was ist los zum Teufel? Wieso versperrst du die Straße und veranstaltest so ein Geschrei? Um Christi Willen, Junge! Ist dir dein Leben gleich? Die Pest wütet in Merojet! Flieh, solange du noch kannst! Herr Ratzig-Kobilla schickt mich. Ich kann helfen. Du hast ein gutes Herz, Junge. Aber nimm meinen Rat an. Hier erwartet dich nichts Gutes. Gott behüte dich. Ernsthaft? Aber ich weiß, das ist nicht die Pest. Das haben wir doch schon längst geklärt. Das war Merojet. Bin ich mir sicher. Was heißt denn? Pferdhändler. So, okay, gehen wir weiter. Hallo? Ah, ich hab die Pest!
Huch, Spiel gespeichert. Okay, was geht denn hier ab? Erstmal schlafen. Eventuell muss ich gleich kämpfen. So, nur was essen und dann haben wir's. Theoretisch könnte ich hier einfach alle vergiften, oder? So, liebe Herr Köhler, schlaft ihr noch? Nein. Gott sei mit dir. Warst du in Skarlitz? In letzter Zeit in Skarlitz gewesen? Was sollte ich da? Ist doch alles niedergebrannt. Mhm. Aha, also warst du dort und hast geplündert. Du gibst also zu, dass du zum Plündern in Skarlitz warst. Was faselst du da? Hab mich bloß umgesehen. Wollt wissen, was vom Dorf übrig ist. Aber geklaut habe ich nix. Du lügst. Du wurdest gesehen, als du herumgeschlichen bist und Asche durchwühlt hast. Nen Scheiß habe ich. Die einzige Asche, wo ich drin wühle, ist hier. Und ich fledder keine Leichen für ein paar Groschen. Gib es zu, oder du wirst es. Oder es wird dir leid tun. Gestehe, sonst wirst du Asche fressen. Es wurde ein Kerl mit Sack gesehen. Ich prügle die Wahrheit liebend gern aus dir heraus. Hör mal, ich war wirklich nicht dort. Ob du mich nun verhaust oder in Ketten legst, ich bin nicht der, den du suchst. Nun gut, aber wenn du beim Plündern in Skarlitz gesehen wirst. Werde ich nicht. Hab sowas vorher nicht gemacht und werd's auch nicht tun. Alles Gute. Alles Gute. Danke, dass du mich nicht umgebracht hast. Okay, aber es gibt ja doch hier bestimmt mehr als einen Köhler, oder? Wahrscheinlich habe ich den aus Versehen schon mal getötet. Es würde einfach passen. Gibt's hier sonst keine Köhler? Also was habt ihr hier zum Anbauen? Gräser, wow. Brennnesseln. Ihr baut wirklich sehr tolle Sachen hier an. Gott, ey. Ich habe jetzt in letzter Zeit viel Ark Solo gespielt und ich bin so auf Scheißhaufen fokussiert, dass ich dachte, dass dieses Ding hier ein Scheißhaufen ist. Oh. Warum? Weil ich kann. Ich will meine Schießkünste euch demonstrieren. Aber das ist doch der Einzige hier. Wo sind deine Kollegen? Hast du deine Meinung bezüglich Skarlitz geändert? Warum sollte ich? Gibt keinen Grund, in so eine Aschewüste zurückzugehen. Jemand hat einen Köhler dort rumlungern sehen. Und woher will derjenige bitteschön wissen, dass es ein Köhler war? Der Kerl hatte angeblich einen Kohlesack und... Säcke kriegst du überall. Besonders in der Gegend um Skarlitz. Jeder könnte einen haben. Einschließlich des Täters. Oder du irrst dich in meinem Fall und suchst eigentlich wen anders. Weißt du, wer es war? Schon gut. Ich glaube dir. Du weißt aber nicht zufällig, wer es dann war, oder? Nein, tue ich beim besten Willen nicht. Gibt eine Menge Köhler hier in der Gegend und wer weiß schon, welchen du suchst. In Ordnung, danke. Gott behüte dich. Du bist der einzige verdammte Köhler hier. Ja, der hat auch nur Essen am Start. Hm. Sag mal, ich habe den Kollegen schon getötet. Hör auf, so rumzuspacken. Ah, okay. Das ist akzeptiert. Ich nehme diese Entschuldigung an. So, Stärke 20. Wir haben Stärke durch. Wildschwein. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer des Gegners schwächen. Ja. Deine Angriffe versuchen mehr Schaden, verbrauchst aber 10% mehr Ausdauer. Gilt nur für Waffen, die... Ja, gut, komm, scheiß drauf. Oder sonst nichts Besseres. Das ist doch der einzige scheiß Köder hier. Ich mach den jetzt kaputt. Ich töte den jetzt. Ist mir scheißegal. Ich hab das Spiel gespeichert. Ups. Ich kann mich auch einfach anschleichen, ne? Ich meine, ich muss den ja nicht mit vollem Bogen töten. So. Gut, Problem gelöst. Er war es nicht. Aber wer war es denn sonst? Guck mal auf die Karte. Ach, das sind noch drei... Oh, sorry, da waren noch andere Lager. Tut mir leid.
Hallo, Herr Köhler. Guten Tag. In letzter Zeit in Scarlets gewesen? Nicht, seit ich da abgehauen bin. Warum fragst du? Weil jemand gesehen hat, wie du dort bei den Häusern herumgeschlichen bist. Quatsch. Wie gesagt, ich war seit diesem schrecklichen Tag nicht mehr dort. Rede, oder du wirst es bereuen. Wenn du mir nicht sagst, was ich wissen will, wirst du es bereuen. Herr im Himmel, ja, ich war da. Aber zu spät. Das gute Zeug war schon weg. Und es hat sich nicht gelohnt, alles zu durchsuchen. Und weiter? Da war... Hier, das ist der Rest von dem, was ich gefunden habe. Ich will es nicht. Nimm's einfach und mach damit, was du willst. Mach's gut. Pralle Börse. Ja, cool. Easy going. Das haben wir geklärt. Haben aus Versehen einen Köhler umgebracht, aber naja, passiert schon mal. Der passiert schon mal, Freunde. Ja, gehen wir mal zurück. Damit haben wir nämlich die Quest abgeschlossen und können ihn vielleicht nach Privis Lavis locken. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder Adam das Geld zurückzugeben oder dem Wirt das Geld geben. Da der Wirt ja nicht mitgehen will, gehen wir zu Adam, damit er halt nach Pribislavitz kommt. Eventuell ist das quasi eine Quest von der DLC, um einen der beiden zu mir zu locken. Naja gut, ich bin jetzt hier und ich bin faul. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin faul. Ich gehe da jetzt nicht rüber und gebe ihm das Geld. Ich mache das Richtige ausnahmsweise mal. Ihr wisst, normalerweise denke ich nur an mich. Aber naja. Dieses Mal nicht. Weil ich faul bin. Willkommen, Heinrich. Glück und Gesundheit. Zufällig lief ich diesem Köhler über den Weg, über den wir gesprochen hatten. Aber was? Ihm einen Teil des Anteils geben. Er hatte nichts mehr. Dieser Tor hatte nichts mehr. Muss alles verprasst haben. Er faselte etwas von Schulden, aber ich glaube, das waren bloß Ausflüchte. Tja, was anderes kann man von einem Kerl nicht erwarten, der redliche Leute bestiehlt. Ich tat, was ich konnte. Ich weiß, und ich danke dir. Wenigstens bin ich nicht übler dran als zuvor. Aber die Schenke werde ich wohl nie wieder aufbauen können. Auf bald! Komm doch einfach in meine Schenke! Weggegeben, pralle Börse, nö. Ich hab das Geld doch behalten. Adam, hör mal. Du bist ein Freund. Was? Ich? Ich habe eine Schenke. Nun, Heinrich, ich wollte schon immer auf meine eigene Schenke sparen, um die Familientradition fortzuführen wie Vater und Bianca. Und da kommst du mit diesem Angebot daher. Ich weiß. Genau deshalb habe ich dich gefragt. Hab Dank. Ich werde dafür sorgen, dass die Schenke immer bumsvoll ist. Gott sei mit dir. Yay. So viel dazu. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Quest beenden. Wessen Pferd bist du? Erd. Ach, von Hans Dieter. Ich weiß schon. Gut, das hätten wir auch abgeschlossen. Ich würde sagen, damit widmen wir uns wieder der Main Quest. Ich drück dir die falschen Knöpfe, ey. Questlog. Und zwar machen wir unter Feinden, nicht wahr? Weil Vergeltung geht ja offensichtlich noch nicht. Da haben wir einmal Befrage Müller Simon. Befrage den Wirt des Hauses. Beim Angler über die Presser. Fragt den Vogt von Sason nach den Pressern. Okay. Ich würde sehr, sehr gerne vorher etwas anderes tun. Und zwar möchte ich gerne hier runtergehen und fragen, ob der Müller in mein Dorf kommen kann. So. Herr Müller, Herr Müller, wie tief ist das Wasser? Hey, Heinrich! Allmächtiger, ist dir etwas zugeschrieben? Ja, ja, ja. Übung? Da schliebst du mich im... Selbstverständlich. Ich will ein Mann... Gut. Jawoll. Jetzt pass gut. Taschendiebstahl erhöht. So soll's sein, ey. So, was hast du noch für Übungen für mich? Schlösser. Das heißt, du kannst... Selbstverständlich. Ich will ein Meister... Gut. Jawoll. Jetzt pass gut. Sind wir auch Meister im Schlösserknacken. Perfekt. Kann ich was fragen? Nee, das... Nee, das wäre alles.
Kann ich was fragen? Nein! Wie ist Nein! Aha. Nein! Ich will hier raus! Das wäre. Tu mir das nicht an, Mann. Dann viel Glück. Okay, fragen wir die Troller, die mit mir zusammen ist, dessen Namen ich nicht mal kenne. Wo ist sie denn? Ist sie im Haus? Kann ich sie fragen, ob sie zusammen mit mir in Primislavitz leben möchte? Ach, Theresa! Gott Allmächtiger! Rede mit mir! Vibe! Warte, ich wasche mich vorher extra für dich. So, ich bin sauber, nur für dich. Wie hübsch du bist. Na, gerne. Ich wüsste gerne. Ich wüsste gerne. Mach's mal. Hast du ein... Na gut. Ja, nee, okay, gut. Ich will dich nicht. Gibt leider nichts. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal direkt bei der Main Quest wieder. Und zwar dann hier oben, weil das auch ein langer Ritt ist, würde ich sagen. Nö, ja, wo gehe ich denn da hin? Jetzt da unten. Ja, am besten Fall gehe ich von hier aus. Haut rein, euer Zero. Tschüss.